Zivilisation und ihre Folgen. Guten Morgen. Hausgemacht, in die Luft geblasen, ob CO2 und. Höchste Alarmstufe, sagt auch David Brecht und Reinhold Messner und Mr. Latif. Wenn wir weiter so machen und die Alarmzeichen nicht wahrnehmen, dann fliegt uns was um die Welt? Nee, um die Ohren, die Welt. Filmbike, no limits for a better planet only. Wenn dann Fahrzeuge von mir angesprochen werden, Taxifahrer von mir angesprochen werden, warum nehmen sie nicht einen Fächer bei offenem Fenster und lassen den Motor laufen für Frischluft? Ach, sind sie doch still. Die Verbrecher sind in der Industrie zu suchen und nicht bei uns, denn wir sind belogen worden. Entbindet das eigentlich die Aufmerksamkeit, vielleicht der Erste zu sein, als Taxifahrer nachzudenken, um für den Globus mit Welt mitzudenken? Ich glaube nicht. Herr Taxifahrer, wenn alles da oben schwarz ist, auf dem Bildschirm jetzt, was ich filme, ist das mehr als die Hälfte. Wenn alles schwarz ist, haben Sie dann noch Luft und Zeit, um solche Worte mir ins Ohr zu schenken? An alle Taxifahrer zum Beispiel oder an alle Motorenlaufende im Stehen, im Parken laufende Fahrzeughalter. Es ist unzumutbar, wenn man diese Warnsignale dort oben in der großen Garage kennt. Machen Sie das in Ihrer eigenen Garage für Ihren BKW und sitzen im Auto. Überlegen Sie mal, wie lang Sie hier den Motor laufen lassen können. Und wenn wir dann von 7,3 Milliarden Bürger, Erdenbürger, fahren ja nicht alle. Ich glaube, ungefähr etwas mehr als die Hälfte, weil die Kinder ja noch nicht fahren. Wenn es laut Statistik in Deutschland im Durchschnitt 2 Fahrzeuge pro Familie gibt und die alle fahren, alle, dann weiß ich nicht, ob man bei Rewe, bei Karstadt, KDW oder wo sonst den Sauerstoff einkaufen kann. Ich glaube nicht. Nachdenken lohnt sich vorher, nicht nachher. Wenn der Globus weg ist, wo leben wir dann? Forschung tut gut, Forschung tut Not. Herr Latif, einer der führendsten Forscher, was das Klima angeht, sagt höchste Alarmstufe. Ich sag's auch, weil ich mit Mundschutz manche Straßen abfahre und den Mundschutz einschicke und die Partikel filtern lasse bzw. feststellen lasse. Also, es lohnt sich nachzudenken, bevor der Globus schwarz, dicht und unbelebbar ist. Das ist aber auch wichtig. Für was? Für das Bildungssystem. Denn da werden die Autofahrer, die Kinder von morgen gelehrt. Ich denke, das ist noch so. Ich heiße aber nicht Richard David Brecht. Brecht spechtet Signale mit Recht an die Pinnwände der Aufmerksamkeit. Es lohnt sich nachzudenken, bevor der Lebensraum vergiftet, verdichtet ist. Filmbike, Gala.com.tv. Anders Aufmerksamkeit erregen. Aber nur only for better life. Gala.com.tv. No limits. Courage. Thanks.